nicht wusste. Wir erinnern uns zurück an die allererste Staffel. Da war ja Thomas Gottschalk im Rate-Panel und saß auf deinem Platz, Ricardo. Und Thomas wusste ein paar Sachen nicht. Aber der hat und gewonnen auch einmal. Er hat auch einmal gewonnen, ja. Und er wusste dann wiederum auch ganz andere Sachen sehr, sehr gut. Aber ein paar Sachen wusste er halt nicht. Und wir haben uns gedacht, das ist doch eigentlich super, weil wir haben schon mal Fragen gestellt und jemand konnte sie nicht beantworten. Das heißt, sie sind relativ komplex. Das heißt aber auch, wenn Thomas Gottschalk sie nicht wusste, wird es viel witziger, wenn ihr sie dann könnt. 5 sind es an der Zahl. Das heißt, es gibt 5 Antworten. Wir machen das wie folgt. Ihr schreibt sie auf. Und wir lösen dann danach gemeinsam auf, okay? Dann schauen wir uns jetzt den ersten Ausschnitt an. Für jeden Ausschnitt, den ihr richtig beantwortet, gibt es einen Punkt. Für jeden falschen, logischerweise, keinen. Hier ist die erste der 5 leichten Fragen. An welchem Datum wurde Deutschland offiziell wiedervereint? Gott, und was sind die schweren Fragen? Du willst ein richtig Datum, also nicht nur ein Jahr, sondern du willst das Tagesdatum. Also den Tag, den Monat und das Jahr. Den Tag, den Monat und das Jahr hätte ich gerne von euch. Ihr schreibt's auf. Ricardo hat schon aufgeschrieben. Alle haben was aufgeschrieben. Sehr gut. Ricardo, was ist deine Antwort? 3. Oktober 1989. Ich habe mein Dings. 3. Oktober 1989, sagst du? Ich habe meine 9 ausradiert, weil die nicht gut geschrieben war. Deswegen steht da jetzt nur 11.89. Da war eine 9 vorne. 11.89. Okay, 9.11.89 ist deine Antwort. Ich habe 3. Oktober 1990. 3. Oktober 1990. 3.10.90, ja. Wie gut zu wissen, dass Thomas Gottschalk das auch nicht wusste. Ja, ist es so beruhigend. Wenn die Instanz es nicht weiß, dann ist es nicht schlimm, wenn es selber auch nicht weiß. Also 89 war der Mauerfall. Ah, okay. Die Wiedervereinigung war 11 Monate später. Also auch im November ist richtig, war der Mauerfall, 9.11. Die Wiedervereinigungsfeier oder die quasi Zeremonie der Wiedervereinigung ist der 3.10.1990. Ein Punkt für dich. Du bist schlauer als Gottschalk. Also, mein Lieber. Ein Punkt für dich. Aber weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Liebe Grüße an Thomas an dieser Stelle. Wir schauen noch mal kurz, was Thomas geantwortet hat. Ich lieg falsch, weil ich habe den 1.10. zwar, aber ich habe 89. Da ist sie gefallen? Ja, da war der Mauerfall in Berlin, genau, und ein Jahr später gab es die offizielle Wiedervereinigung. Ja, er hatte sogar den 1.10. Schön fand ich, dass er gesagt hat, ich habe auch den 1.10. Alle anderen hatten den 3., aber egal. Wir haben einen weiteren Ausschnitt. Thomas Gottschalk wusste die Antwort nicht, von dieser Frage hier. Für welchen englischen Begriff steht die Abkürzung IBAN? Ich kann das. IBAN, ich weiß, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wie oft überweist du denn noch sowas in der Woche, Thomas? Überweist du noch Sachen oder kriegst du eher Sachen überwiesen? Ich krieg nur Sachen überwiesen. Thomas Gottschalk bekommt nur Sachen überwiesen, deswegen wusste er nicht, was IBAN heißt. Ihr seid jetzt gefragt, was heißt IBAN? Englische Abkürzung sage ich dazu absichtlich, dass ihr auch die englischen Words used. Wenn ihr fertig seid, den Stift gerne hinstellen, dann weiß ich, dass ihr fertig seid. Ricardo lacht. Und du hast was geschrieben? International Banking Account Number. Ich habe Banking in Klammern geschrieben, ich bin nicht mehr sicher, ob es International Bank Account Number war oder Banking, aber... Okay. Ich habe genau das Gleiche. International auch mit Klammern? Aber Bank, aber nicht mit ING, nur Bank. Ah, okay. International Bank Account Number. Aber Banking ist wahrscheinlich richtig. Ach, kannst du schon mal was überwiesen? Nee, ich zahle ausschließlich mit Pfandflaschen. Ja. Und was hast du geschrieben? International Bank Accreditation Number. Oh! Oh nee, das ist bestimmt richtig. International Bank Account Accreditation Number. Richtig ist allerdings International Bank Account Number.
Ein Punkt für Anke, ein Punkt für Ricardo, keinen okay. Punkt für Marc. Du bist schlauer als Gott zeigt. Das geht für euch beide. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Jetzt ist der Abend gekommen, wo du nicht nur 29 Charaktere aus Sex and the City gesagt bekommst, sondern du bist auch noch schlauer als Gottschalk. Was Guter hat Tag. Thomas denn damals geantwortet? International Bank Account Number. Da hätte man drauf kommen können. Hätte ja. man drauf kommen können, ja. Hat Thomas Gottschalk das dann auch, wenn man darauf hätte kommen können? Ja, was hat Thomas zu spät. Gottschalk? S-Bahn hätte ich gewusst. S-Bahn ist falsch. Lustig. S-Bahn hätte ich gewusst. S-Bahn hätte ich gewusst. Die 16 in Köln. Ich finde es aber auch gut, da ist auch eine Menge passiert im Verlauf der Staffeln. Er hat einfach gar nichts aufgeschrieben. Man hätte es ja wenigstens versuchen können, so wie ich auch gesagt habe. Ich weiß es nicht, aber man reimt sich so zusammen. Aber egal. Wir haben noch eine Frage an Thomas Gottschalk gestellt, die er nicht beantworten konnte. Und das war diese hier. Was kostet nach dem World Drug Report 2018 durchschnittlich ein Gramm Koks in Deutschland? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Mark oder einen Euro für Drogen ausgegeben. Noch nie. Wurdest du immer eingeladen? Ja, sehr gut. Leute. Wurde immer eingeladen. Jetzt kann man sich so blamieren hier. Ja, oder auch nicht. Wenn man es weiß, ne? Ja. Vor allen Dingen, wie viel ist denn ein Gramm? Ich weiß ja weder, wie teuer die Droge ist, noch wie viel ist ein... Wie viel, was ist denn Scheiße? Was ist denn ein Gramm? Wurdest du mal eingeladen? Jetzt haben alle betont, dass sie noch nie Drogen genommen haben. Also ich habe auch noch nie Drogen genommen. Das wollte ich nur dazu sagen. Ich habe noch nicht mal Alkohol getrunken. Ich wollte es nur dazu sagen, weil ich dachte, sonst stehe ich als schlechtes Vorbild da, wenn ihr sagt, huh, ich weiß nicht, ein Gramm und dann sitze ich hier so stillschweigend. Nein, dann dachte nein. ich mir nicht, dass die Leute denken. Ja, nein, nein, alles gut. So. Meine einzige Droge ist die Musik. Und ich könnte euch den Preis von Tofu sagen. Ja. Ein Gramm Tofu? Hm. Aber Gramm, oder, ja, aber so 100 Meine Gramm. Droge seid ihr. Oh. Und die Showtreppe. Ja, und ihr macht mich so high. Ein Gramm Koks. Ah, du überlegst noch. Ich? Ja, ja ich ja. hab doch keine Ahnung. Pass auf jetzt hier, zum Lachen. Oder auch nicht. Ja, das wäre krass. Wir können ja erst mal reinschauen, was hat Thomas ja. Gottschalk geantwortet. Was hast du geschrieben? Was glaubst du? Also ein Gramm Koks ja. nach dem Dingens-Report von 2018 kostet exakt 5,80 Euro. Wo? Das ist toll. Nein, das ist, ich muss kurz festhalten, dass das toll ist. 5,80 Euro, das ist billiger als Zigaretten mittlerweile wären. Das wäre tatsächlich sehr fatal, wenn das so wäre. Deswegen ist es, du kannst es dir vorstellen, sehr weit weg. Oh, dann bin ich auch sehr weit weg. 5,80 Euro ist schon mal falsch und sehr weit weg. Jetzt, ich komme mal zu euch, meine Schäfchen. Ricardo, was glaubst du? Also, ich persönlich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe vor kurzem mal für eine ProSieben-Sendung ein Praktikum bei der Polizei gemacht und habe mich mit Polizisten so ein bisschen über Drogenpreise unterhalten. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es waren sowas wie 70 Euro. Und dann haben die mir aber gesagt, dass das in der Pandemie irgendwie angestiegen ist. Und deswegen zwar nach 2018 gefragt, deswegen habe ich geschätzt, also 2018 vielleicht 70 und heute so 100. Wir brauchen ja 2018. Dann sagst du? 70. 70 Euro. Okay. Anke. Also. Oh nee, warte, du lachst so. Ich warte ganz kurz. Ich will einmal kurz Marc sehen. Ich glaube, es könnte gut werden. Ja, das ist lustig. Ich habe einfach mal so aus der Hüfte geschossen getippt auf 100 Euro. Ja. 100 Euro. So, weil, also, ist ja eine teure Droge. Ja. Aber ein Gramm ist doch gar nicht. Ich dachte auch, es ist teuer. Ein Gramm ist ja relativ wenig. Das ist doch super wenig. Also das kenne ich ja vom Kochen und Backen, Leute. Entschuldigung, ein Gramm ist nichts. Nee, das stimmt, ein Gramm ist nichts. Deswegen habe ich geschrieben 10 Euro. Bringt 10 Euro? Ja. Ja, weil ich dachte, das ist nur so, das ist so nicht mal eine Messerspitze. Das ist so die kleine Geheimzutat von Anke, wenn sie so einen Zupfkuchen macht. Das heißt so, Leute, oh, jetzt noch 3 Gramm Koks. Ja, sehr beliebt bei mir. Anke, der Kuchen schmeckt aber wieder geil heute, geil. Und so ja, richtig Schaum vom Mund. Und so, oh, hast du noch was vom Kuchen da? Und ich hätte noch so Bock auf Kuchen. Ja. Ah, sehr gut. Oh Gott.
Anke, Anke, immer wenn ich bei dir Kuchen essen war, konnte ich danach so schlecht schlafen. Entschuldigung. Ich bin total aufgekratzt. Das ist so ein Ding in Köln, bevor man in den Club geht, geht man erstmal zu Anke Kuchen essen. Ja. Ja, also ganz beliebt ist mein veganer Kokskuchen. Der ist richtig auch bei Kindern beliebt. Ja. Oh Gott. Ah. Oh, Jesus. Jesus, okay, 10 Euro, müssen wir uns nichts vormachen. 5,80 Euro war weit entfernt, 10 Euro okay. ist auch zu weit entfernt. Okay. 100 Euro ist schon näher dran, aber tatsächlich hast du fast einen Volltreffer gelandet, Ricardo. Es sind 72 Euro gewesen. Nee. Und damit bist du mit 70 Euro führend und hast es für dich entschieden. Ah, sehr, sehr gut. Wir haben eine weitere Frage, die wir Thomas Gottschalk gestellt haben, und das ist diese hier. Wie heißt das, was der Autofahrer als MPU kennt, mit vollem Namen? MPU? Thomas, musst du schon mal einen Lappen abgeben? Ich sag's nur dir, ja. Ach, Thomas. Wie war die Abkürzung nochmal? MPU. Ja. Pass auf, hab ich doch gehört. Kennst du nicht von sie, ne? Hä? Habt ihr alle einen Führerschein? Ja. Auch noch nie MPU machen müssen? Nee, das macht keinen Sinn. Kennt es auch nur unter einer anderen Bezeichnung? Ja. Quasi der Idiotentest, ne? Hab ich schon mal bestanden. Musstest du ihn schon mal machen? Lange Geschichte. Aber ich würde dann auch in 5 Sekunden die Runde schließen, Marc. Ja, warte, ich mal noch einen Otifanten. Ja, okay. 4. Was malst du noch? Autos? 3. Den Otifanten im Ei. Alle fertig, alle haben was aufgeschrieben. Ich komme gucken, was. MPU, jetzt alle gewusst, ne? Das weiß man, ja. Ich liebe deinen Blick, Ricardo. Ricardo, das hast du aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben MPU, medizinische, psychologische Untersuchung. Mhm. Und ich hoffe, es ist richtig. Das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Das hoffe ich auch. Same hier, aber medizinisch-psychologische Untersuchung habe ich geschrieben. Mhm. Ich erinnere mich, dass das Wort irgendwie auf eine andere Abkürzung hinweist. MPU ist ein bisschen irreführend. So, daran erinnere ich mich, aber ich weiß nicht mehr, wie das Wort war. Deswegen dachte ich, probiere es mal mit einem Otifanten. Du hast wirklich nur was gemeint. Das ist, hey, du hast doch selber gesagt, das ist schon richtig frech, hier zu sitzen mit 8 Punkten und zu sagen, so, oh, keine Ahnung, ich mal einen Olifanten. Ich weiß es wirklich nicht. Du weißt es wirklich nicht, okay, gut. Ah, jetzt ist wieder so ein Moment, wo man so Auslegungssache, ne? Da könnte man schon gnädig sein. Es ist nur, also... Medizinisch-psychologische Untersuchung ist richtig. Das heißt schon mal einen Punkt für Anke. Es ist, also ich habe medizinisch-psychologische Untersuchung gemeint. Ich habe mir das nur so aufgeschrieben. Medizinische, psychologische Untersuchung. Aber eigentlich habe ich medizinisch-psychologische Untersuchung gemeint. Ist gut. Ist gut. Punkt, Christe. Danke. Ihr seid schlauer als Gottschalk. Du bist schlauer als Gottschalk. Nur ich bin nicht schlauer als Gottschalk. Das war, was Thomas Gottschalk damals nicht wusste.